Ja, servus Leute, es geht weiter mit Bayonetta 1 für die Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder einschaltet und wieder euer Interesse zeigt. Naja, kommt, in Wirklichkeit wollt ihr doch einfach nur Bayonetta nackt sehen, oder? So oft wie euch, wie sie euch schon gesagt hat, you wanna touch me? Nein, ihr seid hier wegen dem Spiel. Okay, da habe ich euch doch richtig eingeschätzt. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Heute geht es los mit Kapitel Nummer 2. Im letzten Part waren wir hier noch auf der Rigridge Station und haben gegen diesen riesengroßen, Riesenluma Lustmolch gekämpft, der uns zum Schluss antatschen wollte. Aber wir haben ihn besiegt. Er wurde aufgefressen von unserem Riesenhündchen. Alles gut, wir machen weiter und wir sind jetzt in der heiligen Stadt von Vigrid. Mal gucken, was uns da alles widerfahren wird. Vigrid, Stadt des Déjà-vus. Und jetzt können wir auch hier, seht ihr auch, wir können jetzt hier halt immer wieder halt auch zu der Bar zurückkehren, um uns halt neue Waffen zu kaufen oder halt neue Gegenstände. Mach ich jetzt aber nicht, ich werde erstmal speichern. Und zwar werde ich, ich werde, glaube ich, das hier speichern. Diesen Speicherstand. Ja, je mehr Speicherstände man hat, desto besser ist es eigentlich. Und deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, nochmal. Kann ich nochmal zu der. Ja, ich weiß nicht. Nee, komm, wir machen weiter. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Wir können ja immer wieder zu der Sache gehen. Auf dem Motorrad? Ach nee. Noch blutiger? Na, ihr kleinen Typis. Immer muss die angehen, kann es sein? Oh, einfach niedergedreht. Schöner Schuss. Fancy bumping into you here. Out to find some answers about your past, are we? You've quite the familiar face and using the same powers, but you'll have to forgive me. Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Your little dip in that lake has left you a bit rusty. Oh. I've been high and dry for 20 years now. The only rust on me is from the lack of any real challenge. Perhaps you're up for the task. You've already disappointed me. Is a moment I've long desired. But you've forgotten your destiny and wasted the past 20 years. You're right. I do seem to be having trouble remembering things of late. Would you be so kind as to take it from the top? Two overseers, the eyes of the world. They are the power behind everything. John, as heir to the clan, the time has come for you to prove your right to fight under the Umbra name. You may select opponents of your choice. Then allow me to face the outcast. None! Helene Kiadagat! The child is of impure blood. Challenging her would be a violation of our tenets of faith. It would not be the first time we faced each other. Kiard?
Will you face me in this hallowed arena? Well, if I must. But I pray you've got a little something for me in return. You know, I'm very fond of stuffed animals. Sie mag Plüschtiere. Oh, ein Kampf in der Vergangenheit. Wenn der Mond den Himmel erleuchtet, dreh dich zu einer Wand und drücke Bill, um den Hexengang einzuschalten. Ja, cool, wir sind jetzt richtig schön in der Vergangenheit. Wir sind also auch eine Ausgestoßene. Okay. Die wird mich nicht einmal zu treffen kriegen. Das wird jetzt auch ein bisschen unübersichtlich. Boah. Hab ich sie gerade erwischt? Na komm. Du sollst die Herrscherin hier werden? Oder die Clan? Das Clan-Oberhaupt? Du machst ja gar nichts. Ja gut, du hast abgewehrt, aber mehr kannst du nicht. Wow. Ah, noch einmal angegriffen. Ach, schade. Ah, jetzt bist du wach. Komm doch mal her, feige Ratte. Ah, ausgewichen. Daher und machst nichts. Oh. Krass bist du nicht hier. Schöner Finisher-Move. Bäm. Schöner Tritt. Ehrlich mit den High Heels. Ja, sie erinnert sich wieder. Jetzt, da der Mond aufgegangen ist, können wir jetzt hier auch laufen. Wir erinnern uns an diese Fähigkeit wieder. Diese Fähigkeit haben wir halt nur, wie sie schon gesagt hat, wenn halt der Mond leuchtet. Oder wieder zurücklaufen. Und hier nochmal umgucken. Ja, ihr habt schon gemerkt, Bayonetta kann sich nicht mehr an ihre Vergangenheit erinnern, was sehr schlecht ist. Schwindel Katzin. Oh. Ach, die kleinen Dinger. Und Papi ist auch mit dabei. Wie heißt ihr denn? Na, wie heißt ihr? Wie ist denn euer Name? Na, tack mal, wie ist denn euer Name? Dir und der Courageous. Bla bla bla. Ih, mach deinen Mund wieder zu. Folterangriff! Du erwischst mich hier nicht. Wolltest mich gerade wieder anfassen, wa? Komm, ich hab keine hier. Das nehme ich mal. Das war. Oh! Ja. Das war's. Wieder eine Goldmedaille. Juhu, sehr gut. So, wo geht's als nächstes weiter? Hier können wir weiterlaufen. Hier müssen wir auch langlaufen, damit wir hier auch weiterkommen können. Und jetzt auf einmal wird der Mond zugedeckt von den Wolken ganz plötzlich und schon
verlieren wir unsere Fähigkeit wieder. Cool, dass es so richtig schön angedeutet wird. Oh, guck mal, da ist wieder so eine, so ein Vogel. Jetzt befinden wir uns hier auch in der heiligen Stadt. Die Vögel interessiert es gar nicht, dass wir langlaufen. Guck mal, die Vögel interessiert es gar nicht. Außer wenn du sie erschreckst und so weiter. Das ist halt auch so ein Zeichen, dass halt die Raben eigentlich Hexen ja mögen. Hier zum Beispiel ist hier wieder diese Statuen, die wir lieben. Wenn ich jetzt schnell gerannt wäre, dann wären sie sofort abgehauen. Hallo Buch. Ein weiteres Buch. An unknown metal wall. Wie heißt denn das? Eine unbekannte Metallwand. Im alten Vikrit wurden viele der alten Steinbauten vor dem Verfall gerettet und im Zuge der Zeiten weiterentwickelt und erneuert, was der Stadt ein merkwürdiges Gefühl von Geschichtstümmelei verleiht. Auch die moderne Architektur hat Einzug gehalten, wie am Hauptbahnhof schon ersichtlich war. Dies alles geschah, um den heiligen Institutionen der antiken Weisen Rechnung zu tragen. Die Architektur gibt uns auch einen Einblick in den Respekt, den ein Volk seiner Vergangenheit entgegenbringt. Diese alte neue Stadt birgt noch so manches Geheimnis, das einem Menschen der Moderne Rätsel aufgibt. Zu diesen Mysterien zählen zum Beispiel die dunkelgrünen Barrieren aus einem noch entdeckten Metall, welches der Absperrung gewisser Gassen dient. Ihre Form, die sich aus vielen komplexen Ziegeln zusammensetzt, verweigert den Zutritt zu manchen alten Gassen der Stadt, als seien sie selbst, die zurückgewiesen würden, auch wenn jene Wege vor langer Zeit tagtäglich beschritten worden waren. Ich habe behauptet, dass dieses Material sei noch unentdeckt, doch in Wahrheit habe ich keine Ahnung, woraus es gemacht ist. Nach Untersuchungen der kühlen Oberfläche ist es jedenfalls härter und schwerer als alles, was Menschen bisher zu bewegen imstande waren. Hält man ein Ohr an die Mauer, so vernimmt man die Laute der anderen Seite als leichtes, reflektiertes Echo, als würden Tonleiter auf einem Glockenspiel geübt. Ich habe ein solches Metall noch nie zuvor gesehen. Doch viele Mauern innerhalb der Stadt sind daraus gefertigt. Von den Klippen aus lässt sich ein gewaltiges Monument aus demselben Material erkennen. Die Frage lautet, aus welchem Grund die Hexen und Weisen der Vergangenheit diese Mauern überall in der Stadt erbauten. Das finde ich halt immer richtig cool, dass es halt einerseits halt wirklich ein bisschen Geschichtliches was gibt und halt auch Geheimnisse offenbaren. Zum Beispiel hier dieses noch unentdeckte Metall. Das ist auch nochmal so eine kleine andere Weise. Ich glaube, ich habe jetzt schon hier was verpasst, kann es sein. Ja, guck mal, hier habe ich 4 Dinger verpasst und hier sind auch noch voll viele. Mal schauen, ob ich alles irgendwie finde, weil ich habe selbst damals bei der PlayStation 3 Version das nicht hingekriegt. Das musste ich hier nochmal machen. Warte mal. Ich glaube, hier muss ich das Ding kaputt machen. Schon eine kurze Überprüfung der Wand zeigt, dass es keinen Weg hindurch gibt. Vielleicht verbessert sich meine Lage, wenn ich etwas Hexenzeit gegen die Wand einsetze. Ja, das ist es nämlich. Hier muss ich das machen. Oder oben ist es ein bisschen Elektrizität kaputt gegangen. Okay. Mal. Schnell hinspringen. Oh, das ist aber nicht wahr. Oh, und jetzt kommen wir durch. Genau so musste man das machen. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber auch nicht so wichtig gewesen. Und jetzt sind wir hier in der alten Stadt angekommen. Vikrit, die Straße. Da hinten ist wieder ein Buch. Das Buch will ich haben. Oh, noch eine Kiste. Vielleicht ein Herzcontainer oder so. Nee. Das war was anderes. Noch ein Buch. Jawohl.
Notes of the Topic of Magic. Mal ganz kurz mal gucken, ob ich jetzt... Welches Buch ist denn das jetzt gerade? Ah, wir sind wieder auf der richtigen Seite. Super. Beim Wort Hexe denken wir spontan an eine alte Frau, die sich mit merkwürdigen Zaubereien beschäftigt. Wenn man nur ein bisschen in der Geschichte Wigrids herumstöbert, zeigt sich ein komplett anderes Bild, nämlich von unfassbaren, tapferen Frauen, die einst die Gegend bevölkerten, bekannt als die Umbra-Hexen. Obwohl sich diese Hexen angeblich auf die Manipulation von Magie verstanden, gibt es in der Geschichte nur sehr wenig Informationen darüber. Doch da sie viele der Zauberkräfte mit ihren Pendants, den Lumenweisen, teilen, Pendants, weil es ausgesprochen okay, bekommen wir anhand der Aufzeichnungen der Lumen einen guten Überblick über die verwandte Magie. Kann ich mal lesen. In der Funktion als Wächter über die Geschichte besaßen sie die Fähigkeit, alle Vorgänge der Welt in einer Sekundenbruchteil zu erkennen. Diese Fähigkeit wird auch Zeitbeherrschung genannt. Mit dieser Technik wurden alle fünf Sinne geschärft, wobei sie die emotionale Energie bis zu ihrer Grenze belastet wird. In jener Welt wird ein Wassertropfen zur Krone und ein Kolibri schlägt seine Flügel mit langsamen, grazilen Bewegungen. Das ist wirklich so. Habt ihr mal gesehen, wie schnell ein Kolibri seine Flügel bewegt? Das ist der Wahnsinn. Die Zeitbeherrschung ermöglicht nicht nur das wahre Weltverständnis, sie gestattet dem Benutzer auch, körperliche Fähigkeiten zu steigern und sich frei in diesem einen Moment zu bewegen. Dennoch setzt die Zeitbeherrschung einen starken Körper und Geist sowie ein völliges Verständnis der Geisterenergie heraus. Obschon die Kunst von Hexen und Weisen gleichermaßen beherrscht wurde, unterschied sie sich in ihrer Ausführung, was auch zu unterschiedlichen Bezeichnungen führten: Hexenzeit und Lichtgeschwindigkeit. Ja, die Hexenzeit. Es scheint, als seien die Hexen dieser Erde unsere eigene Zeit zum Opfer gefallen und vom schwarzen Loch der Ewigkeit verschluckt worden. Ja, es gibt ja wirklich kaum irgendwelche anderen Hexen. Wir haben ja zwei andere Hexen schon gesehen, in der einen Cutscene, wo die da angegriffen wurden. Yeah! Ein Stück eines Hexenherzes. Hast du viel davon gesammelt, wird deine maximale Lebensenergie sich steigern. Wir haben jetzt bis jetzt drei Stück gefunden, das heißt, wir müssen noch zwei... wir müssen noch eins suchen. Das werden wir auf jeden Fall noch finden. Da ich mich erinnere, dass hier jetzt gleich irgendwas stattfinden wird und der Part gleich vorbei ist, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Bayonetta. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und wir sehen uns dann zur nächsten wunderschönen Hexenzeit. Ja, wa? Oder? So kann man sagen, eine Katze! Eine Muschikatze! Eine Muschikatze! Hier sind zwei Muschikatzen. Hallo, Katze. Ja, du süßes Ding. I've got a fever. And the only cure is more dead angels. Aber guck mal, die Katzen sind nicht in dieser anderen Dimension, sondern nur halt wir. Wir und die Katzen und die Menschen halt so. Das ist ja interessant, wa? Na dann, Leute, ich sage wieder danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Hier sind drei Katzen. Oh mein Gott, hier sind drei Katzen. Oh mein Gott, süß. Oh, ist das toll. Pussycats. Hier ist eine Mietetatze. Also dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Part von Bayonetta 1. Tschüss, Sikorsky. Macht's gut, Freunde. Ciao.